Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Malerbetrieb Sievert, Ihr Experte für schöne Räume im Kreis Warendorf mit knapp 50 Jahren Erfahrung. Unser Betrieb sucht Verstärkung. Jetzt bewerben Malerbetrieb Sievert in Warendorf. Und von Möbel- und Küchenstudio Rothmar, Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort, nicht nur für Küchen, sondern auch für Schlaf-, Ess- oder Wohnzimmereinrichtung. Möbel- und Küchenstudio Rothmar. Hallo und herzlich willkommen zum Spiel der Woche Nummer 171. Für den zweiten Spieltag haben wir uns gleich mal für ein waschechtes Derby entschieden. Zweiter Spieltag der Bezirksliga 7 und der TuS Freckenhorst hatte die Warendorfer Sportunion zu Gast. Der TuS Freckenhorst als Vorjahresfünfter mit einem 3:1 Erfolg im Bergkamm gestartet und die Elf von Daniel Tünte hier im Bild war heute vor mehr als 500 Zuschauern der Favorit in dieser Begegnung. Die Sportunion nach 5 Jahren Kreisliga-Fußball als Aufsteiger zurück in der Bezirksliga. Zum Ligaauftakt gab es für das Team von Lukas Kumpitz allerdings erstmal eine 2:3 Heimniederlage gegen den VfL Kamen zu verkraften. Und hier die Tiefs. Endlich wieder ein direktes Kräftemessen zwischen dem TuS und der WSU, das auch noch bei allerbestem Fußballwetter, knapp 30 Grad und viel Sonne, das lockte wie gesagt viele Zuschauer nach Freckenhorst und beide Mannschaften lieferten hier ein tolles Fußballspiel ab. Hier sehen wir die beiden Kapitäne bei der Platzwahl, links ganz im Blau Tobias Schwinos von der Warendorfer Sportunion und zur Rechten in Schwarz-Gelb Stefan Kaldewey vom TuS Freckenhorst. Mensch, die Farbkombination kenne ich doch noch von einem anderen ganz großen Derby. Geleitet wurde die Partie übrigens von Jonathan Bethke, ihm assistierten Moritz Chakraborty und Judas Kusch an den Seitenlinien. Wir hüpfen rein in eine schweißtreibende Partie und starten in Minute 12 mit einem Eckball der Gastgeber, Dominik Blagojevic per Kopf mit einem ersten Abschluss. Eine Minute später dann ein erster Aufreger im Strafraum der Gastgeber. Nach Flanke von Tobias Schwinos soll Noel Grischka hier den Ball mit der Hand gespielt haben. Referee Bethke zeigte an, da war nix. Wir schauen trotzdem nochmal drauf. Hier aus dieser Einstellung kann man es bereits erahnen. Der Ball touchiert ganz leicht den rechten Oberarm. Hier aus dieser Perspektive etwas besser zu erkennen. Da springt Grischka der Ball vom eigenen Fuß unbeabsichtigt an den Arm. Für mich jetzt aber nicht zwingend. Sofort ein Handelfmeter. Weiter geht's in Spielminute 14 mit einem Freckenhorster Angriff. Ball in die Spitze auf Mike Lischka. Tom Kruse nimmt die Verfolgung auf, kann Lischka aber nicht stoppen. Dann ein Querpass, abgefangen von WSU-Keeper Frederik Lewe. Und das war wichtig, denn im Zentrum hatte der Pierre Jocker bereits einschussbereit auf den Ball gewartet, wie wir hier in der Wiederholung sehen können. Dann gab es nach etwas mehr als 20 Minuten eine erste Trinkpause. Aufgrund der hohen Temperaturen war dies vor dem Spiel so vereinbart worden. Und es gab beiden Trainern nochmal die Gelegenheit, kleine taktische Anpassungen auf dem Spielfeld vorzunehmen. In Spielminute 26 dann die erste Angriffsaktion der Gäste. Nasa Alachmat über links, Flanke auf Linus Austermann, vorbei. Wir notieren trotzdem den ersten Torabschluss der WSU. 2 Minuten später haben wir Nermin Bajonic auf der anderen Seite am Ball. Der schaut, der schießt und der trifft hier. Tor für den TuS Freckenhorst. Nermin Bajonic markiert sehenswert den Führungstreffer für die Heimelf. Ein tolles Tor. Wisst ihr was? Da machen wir jetzt den ersten Heimspielmoment der neuen Saison raus. Jawohl, Ehre wem Ehre gebührt. Hier der sehenswerte Treffer nochmal in der Wiederholung. Absolut präzise, im langen Eck versenkt, Gästeschnapper, Frederik Lewe, einen Schritt zu weit im Feld, kommt nicht mehr an den Ball heran, das war ganz stark gemacht von Nermin Bajonic. Da gab es auch von TuS-Trainer Daniel Tünte den verdienten Beifall. Lange Gesichter bei Gästetrainer Lukas Kumpitz und seinem Co. Die wollten hier eigentlich kein Gegentor kassieren und das hatte bis zum Gegentor bislang auch eigentlich ganz gut geklappt. Warendorf versuchte zu reagieren. 30. Minute, Austermann mal aus der Distanz mit einem Schussversuch. Drüber. Und etwas später in der 32. Lasse Burchardt per Freistoß. Wieder deutlich am Kasten von Patrick Lippermann vorbei. Da war also noch etwas Verbesserungspotenzial zu erkennen. Wie
Wir springen in Minute 40. Bernd Kieskemper auf Pierre Jöcker. Jöcker dringt mit Ball am Fuß in den Warendorfer Strafraum an. Und plötzlich lag der Jöcker am Boden von Schiedsrichter Jonathan Bethke. Ertönte ein Pfiff. Das verhieß nichts Gutes für die Gäste, denn es gab Strafschuss für den Tuss und obendrein auch noch die gelbe Karte für den Verursacher, nämlich Linus Austermann. Hier nochmal in der Wiederholung, der Kontakt ist da, den Ball trifft Austermann nicht, also in meinen Augen eine klare Sache. Für den TuS trat der Mannschaftskapitän Stefan Kaldewey an den Elfmeterpunkt. Bei Warendorf lagen jetzt alle Hoffnungen bei Keeper Lewe. Anlaufschuss, Tor! 2:0 Freckenhorst, Stefan Kaldewey sicher aus 11 Metern. Hier kommt die Wiederholung. WSU-Keeper Lewe war im richtigen Eck, hatte die Fingerspitzen sogar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Kurz vor den Seitenwechsel dann noch eine etwas kuriose Szene im Gästestrafraum. Ecke Freckenhorst. Kopfball Jöcker abgefälscht an die Querlatte. Lischka geblockt. Dann Bahonje zum ersten. Bahonje zum zweiten drin. Das Ding. Ein ganz verrücktes Tor von Mermin Bahonje bringt hier die 3:0 Führung für die Heimelf. Und hier der kuriose Treffer nochmal in der Wiederholung. Jöcker mit dem Kopfball, den Warendorf Kruse an die eigene Latte abfälscht. Den Abpraller macht Lischka im zweiten Anlauf nochmal scharf. Und dann Bahonje erst per Kopf und dann mit dem linken Schlappen zur Stelle und befördert die Kugel irgendwie über die Linie. Freckenhorst 3, Warendorf 0. Krass! Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Schwung und Elan aus der Kabine und die schossen hier direkt scharf. Nas Al-Ahmad nicht vom Ball zu trennen. Drehschussversuch und vorbei. Das galt allerdings nicht für die Torkamera, denn die ging hier erst einmal K.O. Die Kamera haben die später wieder reaktiviert. Alles gut, die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit gehörte hier klar den Gästen. Dann passierte allerdings das hier. Und zwar etwas zu schnell für den Kameramann und plötzlich steuerte hier Bahonje mit Ball am Fuß auf das leere Warendorfer Tor zu und stellte wie aus dem Nix heraus auf 4:0 für die Gastgeber. Ach herrje, da verteilte die WSU aber heute ein paar Geschenke. Mermin Bahonje mit Treffer Nummer 3 am heutigen Tag. Aber was war eigentlich passiert? Wir lösen auf. Tom Kruse wollte das Spiel nach vorne schlagen, schoss dabei aber Bahonje umgekriegt an, dass diesem die Kugel direkt vor die Füße fiel. Der aufgerückte WSU-Keeper Lewe stellte für Bahonje keine Hürde dar. Er umkurfte ihn einfach und schloss zum 4:0 ins leere Tor ab. Ja mai, das war natürlich ein ganz dicker Bock der Warendorfer Hintermannschaft. Da konnte einem Gästetrainer Lukas Kumpitz etwas leid tun. Da kam sein Team hier mit Schwung aus der Kabine und anstatt den Rückstand zu verkürzen, sorgte seine Elf erstmal für eine noch deutlichere Führung für die Heimelf. Aber die Warendorfer Sportunion, die zeigte hier Moral. Freistoß Burchardt, Minute 62. Koffer durch den eingewechselten Gianluca Klemko. Zwar links vorbei, aber die Gäste spielten ab jetzt ihre beste Phase der Partie. In Minute 68. Balleroberung durch Nils Sechemann für die WSU. Vorne startet Klemko in Richtung Gegnerstrafraum. Yannick Hustermeier will ihn stoppen, kommt aber zu spät. Tor für die Sportunion. Gianluca Klemko markiert hier wuchtig das 1:4 aus Sicht der Gäste. Na bitte, es geht doch. Toll herausgespielt und noch besser abgeschlossen durch Klemko, der das Spielgerät hier mit Wucht ins lange Eck nahm. Hier kommt die Wiederholung. Patrick Lippermann im Freckenhorster-Kasten blieb hier nur das Nachsehen. Und da zuckte auch die gefallene Torkamera nochmal bei diesem Einschlag.
Ja! Gästetrainer Lukas Krumpitz nahm erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle und danach auch noch einen zweiten. Besser so bei diesen Temperaturen. Ging hier noch was für die BSU? Das war die große Frage. Ich sagte ehrlich, es gibt keine geileren. Ecke für die Gäste in Minute 71. Der Ball landet bei Klemko im Rückraum. Und der fackelt hier nicht lange und nagelt die Kugel erneut in die Maschen. Tor für Warendorf. Nur noch 2:4 aus Sicht der Gäste. Wieder hatte der zur Pause eingewechselte Gianluca Klemko zugeschlagen. Hier noch mal. Kurze Ballannahme und dann trocken ins Eck vollendet. Wieder musste TuS-Keeper Lippermann hinter sich greifen. Noch waren hier regulär 19 Minuten zu spielen und es fehlten der BSU nur noch 2 Tore zum Ausgleich. Freckenhorst wirkte in dieser Phase angeschlagen wie ein Boxer. Doch dann ertönte die Ringglocke und das gab TuS-Trainer Daniel Tünte gerade noch rechtzeitig die Möglichkeit, hier korrigierend auf den Spielverlauf einzuwirken. Trinkpause. Etwas ärgerlich für die Gäste, dass hier die Heimelf sozusagen vor einem weiteren Niederschlag bewahrt wurde, denn nach der kurzen Pause zeigte der TuS hier wieder ein anderes Gesicht und beendete den kurzen Warendorfer Höhenflug. Die Gäste kamen zwar Minute 75 durch Klemko nochmal zu einem Abstoß, doch nur aus der Distanz, da die Freckenhorster Hintermannschaft jetzt wieder weitestgehend geschlossen verteidigt. In der Schlussphase ergaben sich dann für die Gastgeber noch die Möglichkeiten, um das Ergebnis wieder deutlicher zu gestalten. Gästegeber Lewe hielt hier stark gegen Bahonjic. Da waren 80 Minuten gespielt. Und dann verpasste Bahonjic noch eine scharfe Hereingabe in Spielminute 83 knapp. In Spielminute 88 wurde es dann nochmal strittig. Nach Freistoß Warendorf ergab sich für Freckenhorst eine gute Kontergelegenheit gegen einen weit aufgerückten Gegner. Da haben wir wieder Bahonjic am Ball. Der wird von 2 gegnerischen Spielern attackiert und zu Fall gebracht. Referee Bethke entschied sofort auf Foul und zeigte Doppelgelb. Erst für Lasse Burchardt wegen Meckerns. Da freut sich die Mannschaftskasse. Und dann auch noch gegen Malte Siegmann, der das Foul gegen Bahonjic begangen hatte. Hier nochmal in der Wiederholung. Bethke wertete das Foulspiel nicht als Notbremse. Eben deswegen gab es hier keinen Platzverweis. Und das Foul war auch noch deutlich vor dem Strafraum. Deswegen gab es hier keinen Foulelfmeter. Den fälligen Freistoß ballerte Dominik Blagojevic ins Gestrüpp. Die allerletzte Aktion der Partie gehörte dann nochmal den Gästen. Klemko, ha, wer auch sonst, im erneuten Duell gegen TuS-Keeper Lippermann. Dieses Mal war der Torsteher der Gewinner und wehrte reflexartig ab. Hier die Wiederholung. Kurz vor dem Abpfiff gönnte Daniel Tünte seinem Dreifachtorschützen Nermin Bahonjic noch einen stilvollen Abgang unter dem wohlverdienten Beifall des Freckenhorster Anhangs. Bahonjic mit dem Derby-Hattrick allerdings nicht lupenrein, soll ihm wohl egal sein. Kurz danach war dann hier Schluss. Mit 4:2 gewinnt der TuS Freckenhorst also das erste Warendorfer Derby seit 5 Jahren gegen die Sportunion. Nach dem 14. wurde es hinten raus nochmal etwas spannend und in der Gesamtbetrachtung hatten wir hier ein schönes Fußballspiel mit vielen Highlights gesehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Zum Abschluss hat Fabian Ringer für uns nochmal beide Trainer zum Interview gebeten. Ja, wir haben uns natürlich viel vorgenommen, haben dann aber schon das erste Gegentor, waren wir nicht griffig genug. Ne? Der Stürmer von denen kommt durch 2 Gegenspieler vorbei. Unser Torwart steht etwas Tacken zu hoch und dann kriegen wir halt so einen Sonntagsschuss, kann man das nennen. Ein schönes Tor zum 1-0. Haben vorher die Möglichkeit eigentlich zum 1-0 durch Linus aus 3 Metern, verfehlen dann das 1-0. Ja, und dann machen wir den zweiten individuellen Fehler. Ne? Zentrumspieler verliert leichtfertig den Ball, ne? Spielen das schnell durch, ziehen dann den Elfer, was auch einer war, berechtigt. Und das 3-0 muss ich sagen auch, da fehlt mir einfach so ein bisschen die Willensstärke, beim Eckball das zur Not den ersten Kontakt auch zu klären, den zweiten, da hatten wir genug Möglichkeiten, da war der Kopf schon ein bisschen vielleicht auch müde, weil wir zu Unrecht meiner Meinung nach auch 2-0 schnell hinten lagen,
Ja, und dann liegst du da 3-0 hinten und denkst so, ja, drei Chancen der Gegner, drei Tore. Ne? Wir haben eine Chance, machen kein Tor. Ist natürlich bitter zu verarbeiten, gerade bei so viel Prestige. Ne? Und wenn du dir so viel vornimmst, kommst du zweite Halbzeit eigentlich gut ins Spiel. Haben meiner Meinung nach dann auch nach dem 4-0 nicht aufgesteckt. Machen den Anschluss nochmal 4-1, 4-2. Aber ja, wir mussten schon viel Körner lassen, um den Anschluss dann wieder zu finden. Das 4-1, 4-2 und dann nach hinten raus, hast du schon gemerkt, dass einfach ja, der Tiefenlaufweg nicht mehr da war. Ne? Da, eine gewisse Zweikampfbereitschaft, Laufbereitschaft war einfach nicht mehr so gegeben, dass wir dann auch nicht mehr für einen Unentschieden in Frage gekommen sind. Ne? Im Endeffekt ein bisschen schade, dass wir wirklich das Spiel meiner Meinung nach von stark individuellen Fehlern ja, verloren haben. Aber das ist manchmal so im Sport. Ne? Wir werden jetzt auf keinen Finger zeigen. Ne? Wir sind eine Mannschaft und wir werden versuchen, das im nächsten Spiel besser zu machen und da die Fehler abzustellen. Dann werden wir auch punkten und das auch zeitnah. Vor der Kulisse war es aber geil, oder? Ja, Kulisse war gut. Ja, hat mich ein bisschen an meine Zeit erinnert. Irgendwie mal ein bisschen mehr als 500 Zuschauer. Aber ich muss sagen, war schon schön. Ich wünsche mir natürlich für die Jungs, dass sie öfter so ein Spiel vor dem Bus haben. Dass öfter mal vielleicht auch gegen den Steinfurt, ne, so ein Mini-Derby und auch andere Spiele, dass sie wirklich vor 300, 400 Zuschauern spielen, weil das macht dann natürlich für alle auch Spaß, ne, für die ganze Mannschaft, auch für uns Trainer natürlich. Aber ihr wolltet ja schon Zeit noch bis zum Ende. Also Willen kann man euch ja nicht absprechen. Ne? Nein, wir wollten, klar, also du willst immer, ne? Du merkst ja auch ein bisschen, dass 4-2, 20 Minuten oder knapp 20 Minuten noch zu spielen, da ist ja noch einiges möglich. Nur wir hatten schon dann natürlich zum Anschlusstreffer und zum 4-2 viel investieren müssen bei dem Boden, ne, spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, dass dann nach hinten raus ja, es schwierig ist, dann sich nochmal durchzusetzen. Ne. Fleckmoos ist schon eine Mannschaft, die dann auch natürlich sich zweikampfmäßig ja, das gut verteidigt. Ne, da kommst du nicht einmal vorbei, haben auch meiner Meinung nach einen guten Torwart, ne, der sehr präsent ist, eine gute Reichweite. Ja, dann ist es auch schwierig, da muss schon einiges auch zusammenpassen. Und ich habe es den Jungs gesagt, selbst ein 1-0 Rückstand vor dem Spiel, ja, ist alles noch gut, weil wir nach hinten raus meiner Meinung nach auch eigentlich eine richtig gute Mannschaft vom Ausdauerbereich haben, dass wir immer nachlegen können, auch eine gute Bank heute. Ja, aber der Spielverlauf hat uns schon ein bisschen in der ersten Halbzeit gekillt. Ne? Du liegst dann 3-0 hinten und ja, das war natürlich schon erstmal ein Stimmungskiller für die Mentalität. Aber es ist dann schwierig, gegen so individuell 4-5 starke Spieler dann an den Ball zu kommen, an den Ballgewinn zu kommen. Ne? Das ist natürlich ja, dann nicht so gut gewesen in der ersten Halbzeit. Danke. Bitte. Ja, Daniel, nach dem 4-0 habe ich oder nach dem 4-2 habe ich einen Zuschauer gehen sehen, der meinte, die lassen das jetzt noch schleifen. Hattest du auch den Eindruck nach dem 4-0, 4-1, 4-2? Ja, ich denke mal, uns ist so ein bisschen die Souveränität abhandengekommen, ja, aber ich glaube, am Endergebnis und einem Sieger gibt es heute keine Zweifel. Ne? Ich denke, das war ein verdienter Derby-Sieg unserer Seite. Meine Mannschaft hat das echt gut umgesetzt und zum passenden Zeitpunkt auch die Tore geschossen einfach. Ja. Was hat dir heute besonders gut gefallen? Meine erste Halbzeit war schon stark. Ich sag's immer wieder, ich glaube, ich habe es dir auch schon unzählige Mal gesagt, wir kommen über die Geschlossenheit. Die Geschlossenheit unserer Truppe ist unser Faustpfand und darauf bauen wir immer wieder. Natürlich habe ich dann individuelle Klasse mit einem Lischka, mit einem Baunic, mit einem Jöcker, Golpavari, die siehst du dann in diesen Momenten, wenn es drauf ankommt. Aber am Ende geht erst alles nur übers Team und wie wir gegen den Ball arbeiten. Das ist großartig und das macht mich immer wieder stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Was hast du denn heute speziell mit auf den Weg gegeben? Boah, ich glaube, in so einem Derby brauchst du gar nicht so viel sagen. Die Jungs sind heiß, du musst aufpassen, dass sie vielleicht auch gar nicht überdrehen. Aber der Fokus und so weiter, das hat heute alles komplett gepasst. Ich habe immer nur gesagt, lass uns als Team Leidenschaft, Gier reinwerfen und dann werden wir auch unsere Momente kriegen und so ist es gekommen, genau. Lukas hat die Kulisse genossen, du wahrscheinlich auch. Ja, ich meine, als Freckenhorster bist du es ja häufiger gewohnt als die WSU. Wir haben ja häufig doch ein paar Zuschauer mehr als die WSU am Freitag, aber es ist natürlich ein Spektakel und das macht auch einfach Spaß. Also cooler Tag, echt perfekt. Ab jetzt jede Woche Derby. Ah, ich glaube, das schaffe ich mit meinen Nerven nicht. Nee, aber das sind halt so diese Spiele und die geben den Rahmen, warum du diesen Amateurfußball vielleicht auch so liebst. Ne? Und echt rundherum gelungen, also perfekt. Ja. Das kann ich, bist du immer noch ungeschlagen als Trainer? Im Pokal habe ich ja leider verloren gegen die MIG, aber Ligaspiele zum Glück noch ungeschlagen. Aber jetzt haben wir am Sonntag gegen Hessen ein brutal schweres Auswärtsspiel. Da gilt es wirklich dann auch wieder abzuliefern, weil das ist eine richtig gute Truppe. Kann man die also noch keine Startelf bauen? Nee, nein. Noch nichts gewonnen. Danke dir, Daniel. Gerne. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Gabi-Sieger, Gabi-Sieger, hey! Gabi-Sieger, Gabi-Sieger, hey!
Hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Mit alle feiernden Tschuss Frickenhorst verabschiede ich mich an dieser Stelle. Also bis zum nächsten Mal, ihr euer Tino Wermeling. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Malerbetrieb Sievert, Ihr Experte für schöne Räume im Kreis Warendorf mit knapp 50 Jahren Erfahrung. Unser Betrieb sucht Verstärkung. Jetzt bewerben Malerbetrieb Sievert in Warendorf. Und von Möbel- und Küchenstudio Rothmar, Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort, nicht nur für Küchen, sondern auch für Schlaf-, Ess- oder Wohnzimmereinrichtungen. Möbel- und Küchenstudio Rothmar.